Herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Ein Tutorial nämlich für The Elder Scrolls 4 Oblivion, nämlich wie man Deadly Reflex 5 installiert. Und das tut man folgendermaßen. Man braucht dafür zwei Sachen zum Runterlachen. Als zu einem Deadly Reflex. Einfach hier auf oblivion.nexusmod.com, eine sehr gute Mod-Seite. Und geht dir dann unter Files, wenn der Deadly Reflex hat, und ich werde die Links sowieso in der Beschreibung verlinken, unter Files, dann habt ihr erstmal hier ganz viele Files und dann könnt ihr euch aussuchen. Wir haben uns mal den 5 rausgegriffen und dann downloadet ihr den einfach. Nachdem ihr ihn gedownloadet habt, findet ihr halt in eurem Download-Ordner oder da, wo es halt runtergeladen wird. Dann braucht ihr aber auch noch Opse. Opse ist halt dafür da, für spezielle Skriptmomente, worauf ja Deadly Reflex komplett basiert. Dies lädt ihr dann auch runter und habt es dann noch im Download-Ziel halt. Dann nehmt ihr Deadly Reflex, und so würde ich es jetzt machen. Nehmt es, tut in einen leeren Ordner rein, öffnet den leeren Ordner, öffnet das hier, entpackt alles. Ja, gut. Und dann Oblivion. Dateipfad. Data, glaube ich. Ja, Data. Nehmt alles, kopiert oder schneidet rein in den Data-Ordner. Und alles überschreiben lassen. Wird bei Mods sowieso immer gemacht. Nachdem ihr das gemacht habt, ist das hier quasi schon fast fertig. Aber wir sind ja noch nicht ganz fertig. Das löschen wir mal wieder. Bis auf das hier. Nicht, dass wir es noch brauchen werden, aber trotzdem. Tun wir jetzt Opse auch mal hier rein. Opse, 7-Zip, hier entpacken. Und dann haben wir den Opse-Ordner. Und da nehmen wir den Inhalt vom Opse-Ordner und dann kopieren oder schneiden wir rein. Aber nicht in den Data-Ordner, sondern vor Data. Fortsetzen. Und holla, Deadly Reflex ist installiert. Wobei, wir müssen ja erstmal unter Spieldateien. Verzeiht, weil das jetzt ein bisschen laut ist, aber der Launcher ist da immer separat. Und dann haben wir hier halt Deadly Reflex, Timeblocked, das halt wie viel Schaden die nochmal mehr machen. Dazu gehören die drei Dateien. Und dann nehme ich meistens das hier. Und dann, was auf jeden Fall auch online sein muss, aktiviert sein muss, Combat Moves, Horse Combat. Das sind so die drei Sachen, die aktiviert sein müssen. Können natürlich statt das auch das oder das sein. Aber nicht alles auf einmal, das wäre ja sinnlos. So, nachdem ihr das gemacht habt, da sind auch immer kleine Beschreibungen hinzu, also viel falsch beim Aktivieren könnt ihr da jetzt nicht machen. So. Das war's eigentlich mit dem Tutorial, wie man Deadly Reflex 5 aktiviert. Und deswegen verabschiede ich euch wieder und viel Spaß mit The Elder Scrolls 4 Oblivion mit Deadly Reflex 5 in diesem Fall.